Stürmische Zeiten am Rohnhof. Nur 3 Wochen nach der Trennung von Alex Zorniger und Rashida Susi ist auch das Intermezzo von Leo Haas als Interimscoach der Zweitligamannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth schon wieder vorbei. Der 42-Jährige wurde am Dienstag von Jan Sievert abgelöst und kehrt nun wieder zur U23 zurück. In der Nachholpartie des 12. Spieltags gegen die Spielvereinigung Ansbach, übrigens das 400. Regionalligaspiel für das kleine Kleeblatt, steht allerdings noch einmal Christian Fiedler an der Seitenlinie. Die 09er, ganz in Schwarz, reisen nach dem 1:0-Coup über die Bayern-Amateure mit extrem breiter Brust an. Allgemein aber beide Teams zuletzt sehr gut drauf. Ansbach kassierte in den vergangenen 7 Spielen nur eine Niederlage, führt sogar in den letzten 9. Damit hinein in dieses Mittelfranken-Duell, in dem es auch kein langes Abtasten gab. Nach nicht einmal 4 Minuten der erste schöne Spielzug der Hausherren, an dessen Ende Leander Popp zum Abschluss kommt. Heiko Schiefer wehrt ab und den 2. Versuch von Daniel Kasper klärt Rico Manz in höchster Not. Der Liga-Top-Torjäger, ja am Wochenende erstmals im Profikader mit dabei, und nach der anschließenden Ecke schnupperte er erneut an Saisontor Nummer 14. Doch auch die Gäste ließen sich in ihrem 3. Spiel in Folge gegen eine U-Mannschaft nicht lange bitten. Rafael Adiele bringt hier vor dem einschussbereiten Patrick Kreuß gerade noch den Fuß dazwischen. Allgemein lieferten sich beide Teams ein munteres Hin und Her. Kurz darauf der Profi-Nachwuchs mit der nächsten Gelegenheit wiederum durch Popp. Dessen Schuss trudelt jedoch abgefälscht knapp am Pfosten vorbei. Nach rund 20 Minuten dann erstmals das Ansbacher Sturmduo Kreuß und Michael Speer in Aktion. Doch letzterer trifft in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. Allgemein erinnerte das Match schon ein wenig an das spektakuläre 3:4 aus der Vorsaison, einzig die Tore fehlten. In der 25. Minute lässt dann aber Marlon Fries Matthias Hahn per frechem Beiner stehen und schließt dann platziert ab ins lange Eck zum 1:0. Mit seinem ersten Regionalligator bringt der 20-Jährige sein Team in Führung. Für Ansbach der Rückstand dagegen schon ein kleiner Dämpfer und bis zur Pause hatte dann die Heimelf leichte Vorteile. Die Halbzeitführung vor den knapp 700 Zuschauern, darunter auch der neue Sportdirektor der Profis Stefan Fürstner, deshalb auch nicht ganz unverdient. Den besseren Start in Durchgang 2 erwischten dann ebenfalls die Gastgeber, vor allem dank des in der Pause eingewechselten Aiden Mostofi, der kurz nach Wiederanpfiff Schiefer zu dieser starken Fußabwehr zwingt. Der Nachschuss von Kasper ist dann leichte Beute für den Ansbacher Schlussmann. Dessen Vorderleute fanden dann auch wieder besser rein, der Schuss von Speer nach Hackenablage seines kongenialen Partners Kreuß aber kein Problem für Silas Prüfrock. Insgesamt jedoch schon die Zweitligareserve weiterhin tonangebend und nach etwas mehr als einer Stunde mit der nächsten Topchance. Die Reingabe von Edgar Pripp bringt Mostofi allerdings noch entscheidend bedrängt von Erik Weger nicht im Tor unter. In der 72. Minute dann Ecke für Fürth. Der Ball geht durch zu Mostofi, der ist aber zu überrascht für einen ordentlichen Abschluss. Beim Nachschuss von Kasper war dann wegen eines Fouls an Schiefer bereits abgepfiffen. Die Hausherren in dieser Phase dem 2:0, also wesentlich näher als die Gäste dem Ausgleich. Aber das heißt im Fußball gar nichts. In der 81. Minute nutzt Speer aus abseits verdächtiger Position die Unordnung in der heimischen Hintermannschaft zum 1:1. Das 9. Saisontor des Goalgetters eine absolute Willensleistung und das Signal für die Ansbacher Schlussoffensive. Denn durch den Ausgleich bekamen die 09er nochmal Oberwasser und in der 85. Minute die Mega-Chance zum 2:1. Der Pfosten verhindert jedoch den Doppelpack von Speer und damit den Lucky Punch in einer mehr als ansehnlichen Regionalliga-Partie. Ja, ich denke, wir hätten den Sack schon früher zumachen müssen. Wir haben gute Möglichkeiten gehabt. Erste Halbzeit schon, nach 10 Minuten muss es, glaube ich, schon 1:0 mindestens stehen. Dann nachher zweite Halbzeit auch. Dann haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Okay, Ansbach kommt dann zurück mit ihrer Spielweise. Und zum Glück haben wir solch ein Spiel nicht verloren, weil normalerweise verlierst du so ein Spiel. Das Spiel ging heute sehr viel hin und her. Es waren auf beide Seiten sehr viele Torchancen da. Gerade nach der Halbzeit können wir froh sein, dass wir das 2. nicht kriegen oder das 3. nicht kriegen. Hatten sie schon die ein oder andere Torchance. Und dann hinten raus müssen sie froh sein, dass wir nicht noch die 3 Punkte von hier mitnehmen. Da hätten es wir verdient gehabt. Letztendlich, glaube ich, eine gerechte Punkteteilung. Wir nehmen den Punkt trotzdem gerne mit. Und jetzt geht Samstag weiter. Beide Teams bestätigen also ihre gute Form. Ansbach macht durch den Punktgewinn in der Tabelle 2 Plätze gut und ist nun 11. Am Samstag geht's nach Aschaffenburg. Das kleine Kleeblatt holt zum Jubiläum das 3. 1:1 in Folge und hofft vor dem anstehenden Auswärtsmatch in Hankhofen dann wieder mit Leo Haas endlich wieder auf Ruhe.